Es ist Montagmorgen. Rocco Wille geht zielgerichtet zu diesem Haus im Berliner Bezirk Britz. Er klingelt bei der Aufschrift Wohngemeinschaft. Fürs Umkehren ist es zu spät. Man erwartet ihn. Und sein Arbeitgeber hat ihn für diesen Einsatz extra freigestellt. Es ist eine Gemeinschaft demenzkranker Seniorinnen und Senioren. Mein Name ist Rocco Wille, ich bin Abteilungsleiter bei der BVG und bin jetzt eine Woche hier im Rahmen eines Seitenwechsels. Das heißt, ich werde eine Woche nicht an meinem Arbeitsplatz sein, sondern hier und werde mit Ihnen gemeinsam die Dinge machen, die ich mir zutraue und Ihnen ein bisschen die Zeit vertreiben. Ja, jetzt liegt die Zeitung gerade hier. Ich würde vielleicht den Artikel vorlesen. Der Juwelenlaubfrosch aus Ostafrika ist vom Aussterben bedroht. Sein Markenzeichen ist die leuchtend grüne Farbe, die ihn in seiner natürlichen Umgebung im Regenwald perfekt tarnt. Doch leider ist der Waldsteiger oder Juwelenlaubfrosch in der Natur nur noch selten zu finden. Ist jetzt nicht so spannend, oder? Ja? Wollen wir lieber Mensch ärgere dich spielen? Ja. Ja, dann müssen Sie ein bisschen schummeln. Welche Farbe? Rot. Ach so, das ist jetzt ja... Okay, dann grün, ich nehme gelb. Die Wüste fängt an. Frau Hertha fängt an? Ja, immer ein Jahr. Ja, es tut mir leid. Herr Wille, Sie haben hier eine Woche lang gewirkt, sich hier engagiert, mit Zeitung vorlesen, mit Mensch ärgere dich nicht spielen. Welche Aktivitäten haben Sie denn hier noch mit eingebracht? Ich habe am Anfang leichtere Tätigkeiten natürlich gemacht, bin mit den Bewohnern spazieren gewesen, einkaufen gewesen und am Ende der Woche stand da natürlich auch mal Füttern auf dem Programm oder Morgenwäsche. Von wem ging denn eigentlich die Initiative aus, dass Sie hier bei Seitenwechsel mitgemacht haben und sich hier engagieren konnten? Ich bin angesprochen worden von meiner Firma, von der BVG, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen. Und weil ich das Thema relativ spannend finde, war für mich dann auch gar nicht die Frage, ob, sondern wann es losgeht. Sie haben also gleich gewissermaßen mitgemacht, gar keine lange Bedenkzeit gebeten, sondern sofort Ja gesagt. Genau, also... Ja. Welche Beweggründe waren denn das, dass Sie sein Ja gesagt haben? Also es war ein Stück weit ein privater Beweggrund natürlich, weil ich glaube, dass man sich mit dem Thema auch aus privaten Gründen auseinandersetzen muss. Und wenn man da gewisse Berührungsängste in der Vergangenheit hat, dann bot sich da an der Stelle einfach die Gelegenheit, die dann zu überwinden. Der erste Tag, mit welchen Gefühlen sind Sie denn hier angetreten? Natürlich mit großer Aufregung, auch ein Stück weit natürlich ein bisschen Angst, was einen so erwartet, weil man das natürlich gar nicht kennt alles. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, weil man hier ganz gut aufgenommen worden ist und ja, das riesen Spaß gemacht hat. Und jetzt im Nachhinein, welche Bilanz ziehen Sie nach der Woche? Also für mich kann ich sagen, ich würde das jedem empfehlen, sowas mal zu machen, weil man natürlich neben der Schärfung der Sinne für viele andere Themen, die man sonst im täglichen Leben nicht mehr im Fokus hat, einfach hier die Gelegenheit hat, auch nochmal Leuten zu helfen und mit kleinen Sachen eine Freude zu machen, was unheimlich viel Spaß macht. Würden Sie es denn weiterempfehlen? Weiterempfehlen auf jeden Fall. Ich würde es auch nochmal wieder machen, aber einen kompletten Seitenwechsel kann ich mir nicht vorstellen. Last not least, was sagen denn Ihre BVG-Kolleginnen und Kollegen? Sie waren natürlich ein bisschen überrascht, dass ich daran teilgenommen habe. Als Abteilungsleiter hat man ja ohnehin nicht so viel Zeit und sich dann die Woche Zeit zu nehmen, hier mitzumachen, ja, das muss man halt lang genug einplanen, aber insgesamt waren sie dann natürlich auch alle neugierig, was ich da zu berichten hatte und haben die Erzählung natürlich auch aufgenommen und sich da angehört, was ich zu erzählen hatte. Herr Wille ist für den Arbeits-, Brand- und Umweltschutz bei den Berliner Verkehrsbetrieben BVG verantwortlich. Beim Seitenwechsel handelt es sich um ein Persönlichkeitstraining. Ziel? Bessere Vernetzung zwischen Wirtschaft und sozialen Institutionen sowie Förderung von Transparenz und Toleranz der jeweiligen Arbeitswelten. Okay.
Patti, vielleicht können Sie kurz sagen, was für Arbeiten bei Prüfspannungen durchgeführt werden? Ja, die Prüfspannung wird aufgesteckt, sobald das Fahrzeug den Standplatz erreicht hat. Und damit die Batterien sich nicht entladen, wird also mit Hilfe dieses Kabels die Prüfspannung aufgesteckt. Damit wird eine Batterieentladung verhindert und man kann diverse Prüfungen durchführen an dem Fahrzeug. Diese Betriebswerkstatt ist eine der angestammten Arbeitsfelder von Herrn Wille. BVG-Pressesprecher Markus Falkner erläutert die Motive des Unternehmens zur Teilnahme am Seitenwechsel. Bei der BVG bildet dies eine besondere Form der Praxistage für Führungskräfte. Neben den unterschiedlichsten Maßnahmen der Führungskräfteentwicklung bei der BVG eröffnet dieses Format interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen auf eine ganz besondere Weise weiterzuentwickeln. Herr Wille, Sie sind Leiter der Stabsabteilung Arbeit, Brand- und Umweltschutz. Das hier ist Ihr regulärer Arbeitsplatz. Was beinhaltet das? Also im Wesentlichen kommt es darauf an, dass die geltenden gesetzlichen und innerbetrieblichen Regelungen den Arbeitsbrand- und Umweltschutz betreffend eingehalten werden, weil natürlich der Schutz der Beschäftigten bei uns an oberster Stelle steht und mit den geltenden Bestimmungen die Arbeitsunfälle vermieden werden können. Sie haben jetzt für eine Woche gewissermaßen die Seiten gewechselt. Könnten Sie sich vorstellen, das für immer und ewig zu tun? Als Ingenieur hat man natürlich eine gewisse Affinität zu großen Maschinen oder Zahlen. Ich habe den Seitenwechsel wirklich gern gemacht, aber im Moment könnte ich mir einen kompletten Seitenwechsel ohne mein tägliches Umfeld eigentlich nicht vorstellen. Haben Sie den gebacken? Ja. Ja? Gemeinsames Kaffee trinken sind die netten Stunden des Seitenwechsels. Ist ja noch warm. Herr Dirks, Sie sind hier die Pflegedienst-Einsatzleitung oder der Einsatzleiter. Frage, warum macht Ihr Haus bei der Aktion Seitenwechsel mit? Ja, es ist unser Anspruch im Rahmen der demografischen Entwicklung der Gesellschaft, das Thema Demenz näher zu bringen, das transparent zu machen, Einblicke zu gewähren und auch anderen Berufsgruppen die Möglichkeit zu geben, in unsere Arbeit Einblick zu gewinnen. Welche Erfahrungen haben Sie mit den Seitenwechslerinnen und Seitenwechsler gemacht bislang? Durchweg positiv, nur positive Erfahrungen. Es war jeweils immer eine Bereicherung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie für unsere Kolleginnen und Kollegen. Sind es mehr Damen oder Herren, die daran teilnehmen? Unsere bisherigen Erfahrungen waren es mehr Männer. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Kolleginnen und Kollegen, die uns eine Woche unterstützt haben, in der mittleren oder im oberen Management tätig sind und diese Positionen auch heutzutage noch überwiegend mit Männern besetzt sind. Ausfahrt in die Natur. Für einen Ingenieur zweifellos einmal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre mit besonders sozialer Komponente. Nepia ist offiziell gegründet worden am 16.01.2014, also nicht mal ein Jahr. Wir, also als Verein, als feste Struktur, bestehen wir seit Anfang des Jahres. Vorher sind wir schon als Gruppe zusammen gewesen und haben auch schon quasi die gleiche Arbeit gemacht, die wir auch heute als Verein machen, nur hatten wir noch keine Vereinsstruktur. Wir sind 2 der 7 Gründer. Wir sind hauptsächlich Freunde, Studenten, die das gegründet haben. Inzwischen sind wir gewachsen, sind nicht mehr nur noch 7, sind
12 plus. Eine ganz bunte Gruppe geworden inzwischen. Weil ich mir anschauen wollte, was eigentlich daraus geworden ist, aus den Einnahmen aus unserer Veranstaltung Gewalt gegen Armut im Juni. Es war ja geplant, mit den Einnahmen ein einwöchiges Feriencamp für benachteiligte Kinder in der Stadt zu organisieren. Ich bin Programmgeschäftsführerin im Bereich der Wohn- und Eingliederungshilfen im Verbund Berlin. Und aus unserem Bereich wurde maßgeblich die Veranstaltung Gewalt gegen Armut im Juni initiiert und durchgeführt. Ich heiße Dilara aus Neukölln und heute passiert hier was Spannendes. Ich bin Haider und ich komme auch aus der Silberstein-Schule, also aus Neukölln, auch in der Silberstein-Schule. Und wir spielen da in der Silberstein-Schule Fußball. Dabei betreut uns der Verein Nepia. Hallo, wir haben uns heute mit einem Veranstalter getroffen, und zwar Peter Hermanns. Peter, wie ist dir diese Idee eingefallen? Ich finde, man muss etwas dagegen tun, dass Menschen nicht genug zu essen haben, dass Menschen nicht genug Geld haben, um sich mal auch was Schönes leisten zu können. Und das sind arme Menschen, deshalb heißt diese Veranstaltung Gewalt gegen Armut. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Und dann habe ich mir gedacht, Fußball ist eine gute Sache. Es gibt viele Fußballer, die gerne was gegen Armut machen, und die haben wir eingeladen. Wie haben Sie die ganzen Prominente zusammengetrommelt? Mein Kollege Peter hier, der kannte einige Fußballer und der hat die mal einfach angerufen und die kannten wiederum andere Fußballer. Und so haben wir alle mal durchtelefoniert und da haben wir wirklich monatelang, vor allem hier der Kollege Peter Hermanns, hat sich da mords angestrengt, um hier diese knapp 30 Spieler aufs Feld zu bekommen. Das war doch bestimmt viel Arbeit. Das war schon viel Arbeit, aber wenn es allen Spaß macht, dann hat es sich auch gelohnt. Danke für das Interview. Danke. Gerne. Danke euch. Gemacht. Danke euch. Dann werden Sie angeführt vom legendären Schiedsrichter Walter Eschweier. Hier auf Zeit geführt. Wir müssen enden. Ganz nur Gewalt gegen Armut, Teil der Stars. Unsere Bundesliga erleben. Hallo Zecke, ich bin die Lara und das ist Haider. Wir sind von der Fußball AG Nepia aus der Silbersteinschule. Was machst du hier? Ja, ich bin so wie ihr hier. Und versuche nachher mit den anderen tollen Jungs ein tolles Spiel hinzulegen. Und ich hoffe, es kommen viele, viele Zuschauer, dass wir eure Sache unterstützen können und dass ihr dann weiter viel Spaß habt. Danke. Okay. Warum machen Sie denn das? Ja, ich mache es, weil es eine gute Sache ist, weil es mir Spaß macht. Ich mache jetzt auch was ich mal gelernt hatte, Fußball spielen. Und jetzt versuchen wir alten Männer, den Leuten, die hierher kommen, zu zeigen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Fußball spielen können. Spielst du auch Fußball, Haider? Ja, ich spiele auch Fußball. Wo spielst du? Auch in der Schule. Da haben wir ein rotes Feld. Da spielen wir auch, da spiele ich immer mittwochs. Ja, dann hoffe ich, dass ich nachher für dich ein Tor schießen kann. Ja, okay. Zecke, würdest du auch mal zu uns kommen? Ja klar, also das Problem ist nur die Zeit, aber wenn ihr mir sagt, wann und wo ihr dann seid, dann komme ich auch mal hin. Danke. Danke für das Interview. Sehr gerne, ich danke euch. Was halten Sie von dieser Fußballveranstaltung? É um grande evento que mostra a importância do combate. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung gegen die Armut und es ist sehr schön auch zu sehen, Kinder, die so engagiert gegen Armut und für Fußball sind. In Brasilien gibt es auch so welche Veranstaltungen. Spielen Sie auch? Sim, jogo assim no Brasil, a senhora joga também? Eu não jogo. Ja, ich spiele nicht, aber ich habe, als ich jünger war ich spielte auch. Und es gibt viele Spieler in Brasilien, die diese Art von Veranstaltungen machen und Initiative gegen Armut in dieser Initiative teilnehmen. So, es ist etwas, das auch in Brasilien passiert. Glauben Sie, dass Deutschland Weltmeister wird? Brasilien natürlich. Danke für das Interview.
bin heute eingeladen worden, um mit Kindern Gewalt gegen Armut Leute zu unterstützen, die es ja, nicht so einfach haben im Leben, denen ein bisschen Spaß zu vermitteln. Und da bin ich heute eingeladen worden und habe die Einladung natürlich selbstverständlich angenommen. Das ist alles unentgeltlich, logischerweise. Auf dem Programm stand jetzt Fußballspielen in Turnierform, Länderspiele, so kleine Länderspiele haben wir gemacht mit den Kindern. Und ich war in jedem Team, damit jeder mal in den Genuss kommt, mit einem ehemaligen Fußballer zusammenzuspielen. Ja, und es waren kurze Einheiten, 10 Minuten jeweils. Kannst du deinen Bauch machen? Super. Danke. Ja, wir haben ein Feriencamp auf die Beine gestellt, bei denen 60 Kinder die Möglichkeit haben, sich komplett auszuprobieren, mal in Bereiche reinzuschnuppern, die sie sonst nicht kennenlernen würden. Wir haben eine Zirkusgruppe, wir haben eine Fußballgruppe, wir haben Werken, wir haben Foto, Theater. Wir haben Theater, wir haben Waldrallye, Naturwissenschaften. Naturwissenschaften. Ey, wir haben bestimmt was vergessen, das wäre gemein ja, jetzt. Das wäre gemein. Also es geht darum, dass die Kinder sich eine Woche lang ausprobieren und merken, auch wenn sie irgendwie ein cooler Junge sind, ja, der eigentlich Theater uncool findet, dass sie merken, hey, wenn ich irgendwie aus mir rauskomme, dann macht es doch Spaß. Und wir müssen, das ist der Freund, gucken. Also, ich wette dir, das ist okay? Okay. Ich war zuallererst im, was war denn das erste? Ah, in diesem Werkraum. Da arbeiten die Kinder Bilderrahmen, die sie selbst gestalten, um dann mit selbstgeschossenen Fotos aus dem Fotostudio diese Bilder zu bestücken. Dann war ich hier im Chemieraum, Naturwissenschaften. Hier werden sehr lustige und interessante Experimente mit den Kindern durchgeführt. Und wie ich gehört habe, gibt es auch eine Gruppe von Kindern, die jetzt eine Waldrallye macht und also nicht in der Schule ist. Freunde. Fünf Kinder. Also ganz klar dem Internationalen Bund, dem IB und der GBEWO für das Turnier Gewalt gegen Armut. Da natürlich Peter Hermanns, Robert Feldmann, die das alles auf die Beine gestellt haben. Genau. Allen Betreuerinnen und Betreuern, den Stationsleiterinnen und Stationsleitern, ja. Der Konradschule, allen Verantwortlichen in der Konradschule, ja alle, die in der Konradschule irgendwie dabei sind, unterstützen uns dabei. Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Sportamt Steglitz-Zehlendorf. Wen haben wir noch? Den Fußballern, die vor Ort waren, um mit den Kindern zusammen zu trainieren. Ja, das war auch eine große Sache. Ja. Wir vergessen der bestimmt wen. Der Silberstein-Schule für die Hilfe bei der Materialbeschaffung. Ja. Und der Schulstation. Der Schulstation Vielfalt von der Silberstein-Schule, ja. Genau. Wen haben wir noch? Wollen wir so einen Spruch sagen an alle, die wir jetzt nicht genannt haben? Ja, genau. Haben, jeder, der sich angesprochen fühlt. Ich bin freie Theatermacherin und spezialisiert auf den Bereich Videokunst.
In der Produktion, die wir jetzt machen, mache ich außerdem die Produktionsleitung. Und mit euch zusammen mit Mittenmann möchte ich einen Film entwickeln, der Eingang finden wird in unsere Theaterproduktion Hans der Absurdaum. Ich bin Christine Roller, ich habe an der HDK, die heißt jetzt UDK, Schauspiel studiert, also bin ich Schauspielerin und arbeite eben für Theater, Film, Fernsehen, spreche auch viel. Und in dieser Produktion begleite ich sowohl die Rentner, die ja dann für uns spielen werden, als auch werde ich selber spielen. Ich bin Jeanette und ich werde das Filmprojekt nur sekundär begleiten und hauptsächlich die Theaterinszenierung koordinieren. Hier in den Räumen von Alex TV treffen wir uns das erste Mal. Es geht um die Vorbereitung zu einem Theaterstück. In vielen Interviews recherchierten die Lunatics-Macherinnen die Start-up-Szene. Wir diskutieren über diese angeblich schöne neue Arbeitswelt. Also die Rentner sind ja auch hauptsächlich in diesem Film als Darsteller und ich finde es schon wichtig, wenn die nicht nur also wenn die auch selber erklären, dass das von denen selbst kommt, diese Idee und nicht nur, da sind jetzt Rentner engagiert und eben hinter diesem Unternehmen stehen vielleicht wieder junge Start-up-Unternehmer oder sowas, sondern es ist schon wichtig, glaube ich, in dem Film zu erzählen, woher dass das Start-up eben von Rentnern selber gegründet ist. In dem geplanten Theaterstück werden Rentner für Jungunternehmer eine App entwickeln. Diese App namens Hans, angelehnt an das Märchen Hans im Glück, bietet den Jungen Hilfsdienste an. So sollen sie zurückfinden zum Glücklichsein. Hier im Theaterdiscounter der späteren Spielstätte werden Ideen gesammelt für einen Trailer zur App. Kommt her, klappt in sein Laptop zu, stellt ein Whiskyglas drauf. Trinken dann, sie hat auch ein Whiskyglas und wir stoßen dann zusammen an. Also für mich heißt das dann, die Zielgruppe bleibt trotzdem, die wir präsentieren, ist der gestresste Start-Upper, den wir zeigen. Happy. Lifestyle. Humorvoll. Auch sexy. Originell. Hochglanz. Mit vielen Effekten. Ehrlich. Überraschend. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Hey! Okay, nee. Das ist ein bisschen tricky. Irgendwas, ja. Ey, wenn einer cool ist, dann ihr. Was ihr überlegen müsst, was ihr heute Abend anzieht auf der Super Beach Party, aber sonst habt ihr keine Sorgen. Sehr gut. Eigens für das Theaterprojekt gecasteten Rentner werden auf ihre Aufgabe vorbereitet. Jeder bekommt seine Rolle in dem Film, der während der Aufführung eingeblendet wird. Aber sie sind es auch, die die bitteren und manchmal komischen Erfahrungen aus 45 Jahren Arbeitszeit erzählen werden. Auch diese Lebenserfahrungen wurden aus umfangreicher Recherche zusammengetragen. Wir nehmen den Text auch den kompletten, also Drehort ist das Büro von Start-up-Unternehmern. Diese junge Darstellerin spielt eine Frau, die durch die App auf ihrem Handy daran erinnert wird, dass ihre Arbeitskraft und ihre Gesundheit möglicherweise bald am Ende sind. Thank you.
B4 die 10. 40, 40 or 50 years older. Harte Arbeit für die Senioren vor laufender Kamera. Doch sie meistern es mit Ruhe und Gelassenheit. Nochmal. Und Handy. Weggucken. Genau, jetzt kommt die Hand. Und Günther. Auch am Feierabend haben die jungen Leute keine Ruhe vor ihren Chefs. Hans könnte da die Lösung sein. Und sehr schön, genau so. Solltet ihr euch einen neuen Wortschatz aneignen, einen neuen Orientierungssinn zu lösen in den nächsten ein, zwei. Viel Text ist zu sprechen, viele Proben zu absolvieren. Die drei Darsteller berichten über ihren schnellen Aufstieg in der Start-up-Szene, aber auch von Existenzängsten und von prekären Arbeitsbedingungen. Theaterstück soll eine Parodie sein auf das Märchen vom Lebensglück, das von Menschen erzählt, die zu neuen Ufern aufbrechen wollen, aktuell und in einer längst vergangenen Zeit, jung und alt. Ja, also wir hatten die Idee, weil wir viel mit älteren Leuten unterwegs waren und dachten, das macht man normalerweise gar nicht. Und okay, man hat seine Großeltern, aber das sind so Parallelgesellschaften. Und eben diese Verbindung zwischen Jung und Alt, das ist der Ansatz.